Was geht ab, YouTube? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Bachel vs. Bauer. Wir fahren wieder Gras. Oh, damn, ich habe vorhin kein Thumbnail gemacht. Dann machst du es halt jetzt. Okay. So. Wir machen wahrscheinlich eh die ganze Zeit das gleiche von daher. Yeah. Eines Tages kenne ich diesen Weg hier auswendig. I'm waiting for it. I am waiting. Leider, ich habe immer noch Bauchweh. Immer noch. Das Ding ist, meine Nase läuft. Aber ich weiß nicht warum, weil ich eigentlich keinen Schnupfen habe. Das heißt, das ist bestimmt wieder die Allergie. Aber ich traue mich nicht, eine scheiß Tablette zu nehmen. Wenn ich so Magenkrämpfe habe. I don't know, guys. The struggle is real. Ich verstehe auch gar nicht, warum der Bauch so weh tut. Der hat heute ganz selten zu weh. Na gut, ich habe was gegessen. Das war das Problem. Hätte nicht essen dürfen. Zwangsdiät. Mehr? Ja. Yeah. Also, das ist aber ganz schön schnell hier. Musst du nochmal los oder war das jetzt alles? Nee, nochmal. Oh. Bye. Beautiful. We love it. Yes. Weißt du, was mein Struggle ist? Waschen. I would like to play ARK today. But I'm in pain. So I think I cannot. I'm sorry. Also irgendwie ist das so vom Feeling her, eigentlich wäre es echt gescheiter. Du flagst dir aufs Sofa. Und machst eine Wärmflasche. Und vielleicht gönnst du dir eine Suppe. Weil eine Suppe könnte vielleicht gut sein bei den Krämpfen. Nein, doch nicht. So ein Ding ist das. Yeah. And then you're like, but Ark? Ich könnte meine Dainis ausbrüten. Könntest doch deinen Monitor umdrehen und dann Controller anschließen.
Ach, ihn auf dem Sofa quasi arg zocken. Mhm. Aber ich glaube, das wird zu aufwendig. I see. Weil das habe ich gestern, ich habe mich gestern richtig elendig gefühlt und habe mir überlegt, ob ich das nicht machen soll. Einfach mit dem Controller auf der Couch. Yeah, good idea. Schade, dass ich arg nicht auf der Switch. Nee, glaub mir, willst du nicht. Das kannst du ja ohne Mods und Kack-Grafik und so. Rip. It's not worth it. I see. Was macht man denn gegen Magenkrämpfe? Aufs Klo gehen. Magen, nicht der Darm. Der Magen. Der Bauchi, nicht der Darm. Ja, aber wenn ich Magenprobleme habe, sagen sie mir auch immer, ich soll kacken gehen. Wenn ich mir also denke, es ist der Magen, okay. Ja, Digga, ja. Wärmflasche. Tee. Aber das ist auch so ein, ich glaube, das ist auch ein bisschen so ein Gesellschaftsding, weil immer jeder sagt, oh, ich habe Bauchschmerzen, ich habe Magenschmerzen, auch wenn es der Darm ist und auch wenn es der Uterus ist, der Schmerz. Man sagt immer Bauchweh. Ich glaube, das sind dann Leute, die sagen, ich hab Bauchweh, ich glaube, ich habe Durchfall. Like, Digga, dein Magen tut nicht weh, wenn du Durchfall hast. Dein Darm tut weh, wenn du Durchfall hast. Aber keiner sagt, ich habe Darmschmerzen. Das sagt niemand. Ich sag meistens, ich habe Unterleibschmerzen. Ja. Keine Ahnung, Schonkost. Hey, ich habe halt so wenig gegessen, aber tatsächlich, seit ich gegessen habe, ist scheiße. Hm. Nicht gut. I want to eat. Ich habe halt auch so Bock auf so irgendwie so ein Sandwich oder so. Einfach so ein Wurstsemmel. Aber ich habe kein Semmel da. Und keine Wurst. Es ist nicht gut. Ich habe mir eben Tomaten mit Mozzarella geschnitten und Camembert. Und ich bin enttäuscht, weil der Camembert schmeckt nicht so gut. Camembert schmeckt aber oft irgendwie nach nichts, finde ich. Nee, der war einfach so, ich weiß nicht, der hatte so einen komischen Beigeschmack. Also wir haben, ich habe Camembert von unserem Publix geholt. Also das ist ja quasi so, stell dir vor, Rewe Eigenmarke quasi so. So, als Beispiel. Und normalerweise kaufe ich aber immer den Brie von Président oder wie die Firma heißt. Die gibt es ja in Deutschland auch. Ja. Und der Brie schmeckt deutlich besser als der Camembert. Also deutlich besser. Hm. Ja. Jetzt bin ich so ein bisschen so, ich glaube, ich werde den Camembert einfach aufs Brot schmieren, weil so kannst du ihn nicht essen. Ja, das ist dann kacke. Also es gibt auch hier allgemein bei so Käse-Dinger, finde ich echt, da gibt es nur manche, die schmecken mir dann richtig gut und andere schmecken richtig kacke. Obwohl es quasi so gleiches Prinzip ist. Ja, also was ich geil finde, ist, also Mozzarella schmeckt jetzt zum Beispiel nach nix, aber meine Schwester hat mir ein Päckchen geschickt aus Deutschland und da ist dieses Salz drin, dieses Tomaten-Mozzarella-Salz und der Scheiß ist so geil. Ja. Wenn du das auf das Mozzarella tust. Oh. Yeah, Tomaten-Mozzarella-Gewürzbeste. Ja. Und dann noch so Balsamico-Zeug. Mhm. Basilikum. Love it. Geil ist auch, wenn man das irgendwie ewig lang in so Balsamico-Zeug irgendwie einlegt, dass sich das richtig vollsaugt. Mhm. Mit diesem Essig. Oh, ich liebe das. Ich finde, das ist halt ein geiler Snack. Ich versuche mir gerade anzugewöhnen, sowas zu essen, statt immer Buenos mehr reinzustopfen. Ja, Bueno ist halt heftig. Aber Mozzarella ist auch nicht ganz ohne. Ja, aber Mozzarella hat keine 50 Gramm Zucker drin. True. Aber ich finde auch, Tomate Mozzarella würde mir so nicht schmecken. Mir geht's echt immer nur, ich bin so ein Essig-Freak. Ich will das Balsamico, Basilikum und Essig und scheiß auf Sushi, aber die Sojasauce, also gehe ich gern Sushi essen. So, als sind die Soßen. Also ich bin total der Soßenmensch, aber so Soßen jetzt zum Beispiel nicht. Also da finde ich tatsächlich, ich esse gerne Tomaten, Mozzarella, nur mit dem Salz und ohne necessarily Basilikum. Nee, nicht Basilikum, Balsamico. Oder Wurstsalat, Alter. Aber auch nur war nie meins. Geil Essig und dann das Brot reintunken, Alter. Die ganze Soße raustunken. I love it. Nee, das ist eine gute, was habt ihr auch so, wie nennt man das? Also hier nennt sich das
Pokeballs. So, also das sind so Schüsseln oder Bowls mit halt Sushi. Aber das ist auseinandergenommenes Sushi, kein zusammengelegtes Sushi. Okay. Übel geil. Und die klatschen da so viel Soße oben drauf teilweise. Och, I love it. Und dann kannst du das einfach alles so zusammenmischen oder einfach so essen. Richtig nice. I'm in. Machen wir mal, wenn du hier bist. Also da trieft die Schüssel wirklich vor Soße. Ohne Witz, ich glaube, ich muss jetzt eine Allergie nehmen. Das ist ja wohl ein Witz. Ich werde sie gleich auskotzen. Oder es echt bereuen. Alter, meine Nase läuft, obwohl die ganze Zeit nicht laufen sollte. Also ich eigentlich nicht erkältet bin. Nice. Und ich habe jetzt ewig rum, ich habe jetzt eine Tablette gegen meine Allergie genommen. Mhm. Weil wenn die Tablette in meinem Bauch landet, dann sagt der Bert wieder, nee, ich will das nicht. Ich kaue mich jetzt ganz arg zusammen. Und dann hasse ich mich wieder, weil alles wehtut. Ja, was soll ich denn machen, Alter? Ich krieg keine Luft mehr durch die Nase. Die Nase tut eh schon weh, der Bauch tut weh. Ich bin ein Wrack. What's wrong with me, Alter? I think it's the season. Ja, yeah, aber ernsthaft, so scheiße bin ich ja noch nie durch die Season gekommen. Und we can't blame it on the alcohol. Das ist schon seit Jahrzehnten nicht das Problem. Es gibt Dinge, die sind konstant und... Nee. Can't be this. I don't know. Vor allem denke ich mir halt, dadurch, dass ich die HelloFresh, ja, die Boxen habe, koche ich ja auch noch halbwegs gesund. Also ich gehe davon aus, dass so wie ich mich aktuell ernähre, ich mich besser ernähre als in manchen anderen Phasen meines Lebens. Mhm. Also in vielen Phasen meines Lebens. And still, I am like this. Yeah. Why is it? Gleich ausfahren, direkt wieder Pizza reinschieben und sich denken, ja, fuck it. Fuck auf gesund leben bringt nichts. This is me, nachdem ich irgendwie 3 Monate ins Fitnessstudio gegangen bin, ohne Besserung zu fühlen. Ja, yeah, I understand. Direkt so keinen Bock mehr. Vor allem finde ich, dass Diäten sind so Sachen. Oder Sport. Sobald du halt 2-3 Wochen nichts machst, bist halt wieder so weit zurückgeschmissen. Ja, übel. Und das, wenn du nur nichts machst, weil du irgendwie krank bist oder so, das ist dann direkt so ein Jahr, puh, Alter, wofür mache ich den Scheiß eigentlich? War alles für nichts. Und dann habe ich schon direkt keinen Bock mehr, weiterzumachen. Verstehe ich. Stell los, überall Ballen. Warte. Ja, ich muss sie einsammeln. Ich muss noch mal hoch. Ich muss kurz wenden. Alle Jahre wieder. Ja. I can do it. Bernhard Fan, danke schön für dein Follow. Kam der Alert nicht durch? You can. Schieb dir den mal entgegen. Danke. Hallo. Ich stecke fest. Und ich weiß nicht, wo ich feststecke. Aber rückwärts. Habe ich versucht, ging nicht.
Kann ja nur irgendein Baum sein. Digga. Haben wir versucht, ob wir mit der Ballenpresse auf dem Feld von Ela Ballen pressen können? I don't know. Vielleicht wäre das eine schnellere Alternative. Ich glaube, der Grund, warum wir es nicht gemacht haben, ist wegen dem Aufwand, das Ding hochzufahren und dann die Sachen runterzuholen. Ja, aber Hauptsache, ich fahre da die ganze Zeit hoch und hole das Gras runter. Ja. Ihr kennt ja wieder das. Ob man das jetzt so oder so macht, ja. Doesn't really matter. Ich glaube halt nur, dass wir mit der Ballenpresse schneller gewesen wären, wenn sich viel Gras in den Ballen pressen lässt. User joined your channel. Ring, ring. Hallo. 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 Ich muss kurz meinen Unmut kundtun. Okay. Der Herr Foley wollte ein Feld kaufen. Ja. Ja. Wo ich gesagt habe, fände ich jetzt nicht so toll, weil ich eventuell auch noch Interesse an dem Feld zum späteren Zeitpunkt hatte. Ja. Seit wann gibt es denn die Regelung, dass, wenn man sagt, okay, wäre ich jetzt nicht mit einverstanden, dass es zu einer Versteigerung kommt? Und wenn jetzt alle Parteien oder wenn jetzt auch ihr sagen würdet, nee, bin ich nicht damit einverstanden, dass das jetzt zum sofortigen Zeitpunkt versteigert wird unter allen dreien Parteien, weil es einer dann kaufen muss. Das habe ich ja noch nie gehört. Das höre ich auch gerade zum ersten Mal. Ja, vorher hieß es einfach so, wenn alle einverstanden sind, darf man es kaufen, aber es war doch nie die Rede von einer Versteigerung. Nee. Schauen wir mal nochmal ins neue Regelwerk. Hat da mal noch mal einer nachgelesen? Nee. Ja, aber das finde ich jetzt schon ein bisschen mies. Ja. Weil er möchte hier nebenan... nebenan ja, das neben Feld... dem Landhandel. Ja, genau. Und ich sagte, boah, hätte ich eigentlich auch Interesse dran, wäre mir jetzt nicht so recht. Und dann ruft mich das LU an und sagt, ey, ich muss da, wenn dann mitsteigern. Und es geht dann an den Höchstbietenden und das muss ich dann sofort zahlen. Wow. Ja. Macht man dann nicht eher einen Termin aus, wenn man versteigern will und nicht einfach von jetzt auf gleich? Ja. Dass man sagt, es wird zum späteren Zeitpunkt gemacht. Okay, guck mal in einem halben Jahr oder so. Auf wessen Mist ist das gewachsen? Das hat mir das LU gesagt, aber ich weiß nicht, ob die Regeln vom Herrn Foley kommen. Ob der da nicht irgendwie was mit Versteigerung angefangen hat. Das ist doch eine Mafia. Und vor allem, wo hat er das Geld her, dass er sich jetzt schon wieder ein Feld für 100, ja, das haben wir uns auch was schon ich, wie viel K kaufen kann? Ich glaube, der macht einfach nichts außer Felder kaufen und LU arbeiten lassen. Der kauft sich, glaube ich, sonst nichts. Ich glaube, das ist seine Strategie. Neue Regeln von Herrn Foley persönlich geschrieben. What? Wir wurden aber nicht über die Regeln aufgeklärt. Definitiv nicht, nee. Und ich bin da jetzt auch gerade nicht mit einverstanden, dass das so läuft. Nee, also wenn, dann muss das schon abgesprochen werden, finde ich. Also hat er euch gefragt, wie es dem fällt? Er hat gefragt und wir haben gesagt, uns ist es eigentlich relativ. Wir haben aber gefragt, woher er das ganze Geld hat, ja. Ja, und was hat er gesagt? Malochen. Malochen. Malochen, mhm. Ich finde es eine Frechheit, dass man jetzt mich unter Druck setzt, dass ich sage, ich hätte gern auch das Feld, und ja. Was soll man da jetzt machen? LU boykottieren? Oder. Ich würde dem LU schon nochmal die Meinung sagen, weil das bisher das nie so war. Moment, ich lese gerade nach. Ja? Abstellen von Fahrzeugen und Anbaugeräten ist nur auf dem eigenen Grund zulässig. Haftfelder beschränken sich pro Spieler auf drei. Weiß nicht, was er alles macht. Macht der Silage? Wisst ihr da was? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Streik, also es steht beim Felderkauf und Verkauf steht davon nichts, dass das direkt versteigert werden muss. Da steht nur, dass man das vor dem Verkauf abfragen soll.
Das kam vom LU mit der Versteigerung. Ja, dann müssen Sie das aber ins Regelwerk schreiben. Dann können Sie das nicht einfach währenddessen einfach ändern, wie Sie lustig sind gerade. Ja. Ne, ich finde auch, das ist eine Änderung, die es auf jeden Fall nötig ist, allen Mitstreitern mitzuteilen. Ja. Ja. Sollen wir mal zusammen in den LU, sagen wir mal, eine Telefonkonferenz mit dem LU machen? Dann gehen wir doch da gerade mal hin, oder? Auf jeden Fall. Aber Moment, vielleicht erst in der nächsten Folge. Ach, sind wir schon so weit? Yeah. Oh ja. Okay, ich gehe mal runter. Alright. Alles klar. Okay. Bis nachher. Also meine lieben YouTuberinos, wie wir sehen wir, dass es jetzt dann gleich hier erstmal Drama gibt beim LU. In der nächsten Folge. Bis dahin. Adieu.